Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Oh, Folge StarCraft das wird 2 ja Legacy of the Void im random Multiplayer. Galore hier. Was ist das denn? Was werde ich 2 gegen denn? 2 Ich werde im gelbe Multiplayer. Mineralienfelder, werde ich. Oh nee. Ja, Zalrock, komm, wir pushen jetzt. Wir machen hier Zerg Power. Ja, irgendwann müssen wir pushen, das ist mir völlig klar. Lass mal 2,5 oder so machen. 2,5 Base Push. Ich möchte in irgendeinem 4 gegen 4, wir nehmen ja demnächst wieder 4 gegen 4 auf, da möchte ich es irgendwie mal schaffen, mit Null Parasite mir einen Nexus zu holen. Ob ich das wohl irgendwie hinkriege? Oder mit einem Dingens, wie heißt das? Dieses Heiner da, dieses Wurm, Raketenwurm, Nidus. Eigentlich möchte ich einen Infestor bauen, dann Neural Parasite auf eine Probe, dann möchte ich mir einen Nexus hochziehen und ein Mothership bauen. Was ich schon immer gedacht habe, was ich jetzt gleich mache, die nächsten 2 Minuten, da war ich Das tot. Problem ist, das kann man im Com da kriegt man auch Achievement für, aber im Competitive Game ist das echt schwierig. Da war nämlich zum Aufnahmetag auf Reddit auch nochmal ein großer Thread, wo da jemand gepostet hat: Oh, mein Gegner cheatet, der hat auf einmal Protoss-Gebäude gehabt. Und alle so: Oh, das hat er mit einer Probe genullt und das ist kein Cheat. Und war sehr interessant. Es war übrigens Ja, großes Drama auch übrigens, im hier. 4 gegen 4 würde ich ganz gerne, dass du versuchst, einfach mal alle Rassen in einem Spiel zu haben. Ja, das kann ich mal angehen. Dann müssen wir aber noch mal eine neue Placement-Runde machen, damit das funktioniert. Warum? Weil ich glaube nicht mal, dass es auf Goldniveau oder Silberniveau noch funktionieren kann. Ja, du siehst ja bei mir, wie Goldniveau aussieht. Nicht so geil. Naja, du hast ja prinzipiell ganz gute Ansätze, aber manchmal verkackst du es halt komplett. Ja, wie du. Ja, bei mir ist es weniger häufig, aber wenn, dann verkacke ich es auch richtig komplett. Ich finde es immer schön, wenn du das verkackst, dass du dann im Stream überhaupt nicht darauf angesprochen wirst, dass du das verkackt hast. Ich versuche, ich habe zwischendurch schon überlegt, ob ich in Sub-Mode schalten soll oder so. Wie der Drachenlord. Nein, sowas würde ich ja nicht machen. Kann nur mal sein, dass ich TrueJay die Gamer banne, aber ansonsten. Den habe ich schon gemacht. Naja, okay, ist auch gut. Auch gut! Machen wir einen 2-Base-Push mit Ling Baning oder machen wir einen bisschen größeren Push Ich mache angelegt jetzt auf erstmal einen Approaches? Overlord. Sag, das wäre aber wichtig zu wissen. Ja, wir Soll ich machen jetzt ein Baning-Nest bauen oder ein Roach-Warren? Roach-Warren. Okay. Du bist schuld, wenn das schief geht. Ja, ich gehe davon aus, dass das schief geht. Uns fehlen Mineralien. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Ich baue trotzdem die Safety-Linge hier. Dieser Overlord ist halt so dem Untergang geweiht. Aber er muss hier stehen, damit wir wissen, was kommt. Also aktuell drohen sie. Ja, Allein mach ich dafür, auch. für diese Information ist es schon viel wert, den zu haben. Ich bin ja auch am Drohnen, möchte ich mal sagen. Uns fehlt Energie. Aber immer wenn ich Drohne habe, habe ich immer verloren. Dafür reicht die Energie nicht. Du drohnst aber häufig auch zu wenig vorher. Uns fehlt Energie. Geht nicht. Dafür Uns fehlen Mineralien. Du nimmst direkt einen Leercheck. Das ist natürlich auch einige Drohnen und einige Roaches, die du verlierst. Vor allen Dingen nicht Drohnen. Ja, aber Roach Speed. Ja. Sowas ist nur gut, wenn du das dann ansagst, weil dann hätte ich das auch schon gemacht. Jetzt Ja, habe ich gleich kein Roach ich Speed. dachte, das ist klar. Nein, warum soll das denn klar sein? Eigentlich pusht man wesentlich früher mit Roaches. Und wenn du schon auf Roach Speed gehen willst, dann musst du auch eine Evo Chamber bauen, um plus 1 zu erforschen. Also mach das. Und baue jetzt. Haben wir, ja, es sind zwei weitere Dinge auf jeden Fall noch gekommen beim Gegner. Jetzt nicht komplett Drohnen bauen gerade. Linge bauen. Komplett. Jetzt habe ich schon 4 Roaches gebaut. Ja, Linge werden tatsächlich aktuell ein bisschen besser, weil es sind echt viele Dinge, die da kommen. Und bis die Roaches Aber da sind, dauert's. Baneling sind da. Ja, aber. Baneling Okay, du irgendwo. musst. Geh mit den Roaches nach vorne an die Ramp. Hast du deine Evo Chamber? Ja. Dann fang plus 1 an. Okay, und ich würde fast sagen, jetzt keine Linge mehr bauen. Wie sieht's mit deiner Eco oder Natural aus? Da sind momentan 8 von 16. Gut, dann gehen wir auf 16 von 16 hoch. Und wir rennen mal mit den Dingen schon mal nach vor. Es kommen noch immer mehr Dinge. Okay, ich versuche einfach nur mal ein bisschen sie zu nerven. Das kannst du mit den Dingen auch machen. Mit den Roaches bleibt man am besten zu Hause.
Wir müssen nur aufpassen, dass hier keine Beninge sind. Und dann will ich jetzt Roaches pumpen und dann können wir mit denen auch nach vorne laufen. Boah, Zalrock! Sauber! Ich kann nicht mehr rein, die Wall ist zu. Ich halte die Linge vom Hals. Da kommen die ersten Baninge, jetzt muss ich aufpassen. Pass auf, Zalrock, da kommen die Baninge gerade zu dir, ne? Oh. Und ich bin, glaube ich, auf falschen Hotkeys hier unterwegs. Okay, ich werde leider geklärt jetzt. Lass uns mit den Roaches nochmal sammeln. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Wie sieht es bei dir mit Roach Reinforcements aus? Komm. Also, ich hab dritte bauen dringend, Zalrock. Wir brauchen das allein schon für die Larven. Okay, mach ich. Und ich muss eigentlich noch ein paar mehr. Okay, ich baue keine Drohnen, weil da kommt gerade der Push rüber. Ich baue lieber Roaches. Trotzdem, ich brauche ein paar mehr Drohnen. Ja, mach das doch mal. Niemand hat die Absicht, dich am Drohnen zu hindern. Stell mal ein bisschen dich, deine Roaches richtig auf die Ramp, dass du da Hold Position machen kannst, dass du nicht surrounded werden. So, so wollte ich das doch sehen, genau. Jetzt kommen Bailinger, aber ist egal. Wir haben ja Roaches. Was halt sein kann, ist, dass sie gleich durch die Rocks gehen. Sie haben auf beiden Seiten schon versucht, die Rocks anzuknabbern. Ich glaube, auf deiner haben sie schon ein bisschen mehr gemacht, bis wir dann den Push gestartet haben. Ich habe das Gefühl, ich habe wieder viel zu wenig Drohnen, aber das Gefühl ist ja immer so. Ja, plus eins hast du durch, ne? Ja. Okay, sie gehen jetzt wieder auf die Rocks. Lass mal in eine Richtung gehen. Wir gehen jetzt hier nach links. Sehr gut, Herr Urix, das waren gute Bumser. Beides. Ja, leider haben wir nur eingekriegt. Oh, wir hätten. Bleib mal mit den Reinforcements da bitte stehen an der Ramp. Sonst kommen die gleich komplett durch und dann haben wir ein Problem. Geh du vielleicht auch mal auf die andere Seite, Zalrock. Oder geh mal wieder in die Mitte. Geh mal in die Mitte wieder. Apropos deshalb. Andere Seite. Deshalb meine ich, geh nochmal wieder in die Mitte. Oh, hier ist Mitte weg. Kriegen wir das? Ich hab keine. Sieht nicht gut aus für mich. Ja, das war nicht so schlau tatsächlich leider. Das gebe ich zu. Die Basis unserer Verbündeten steht unter Beschuss. Die Basis unserer Verbündeten steht unter Beschuss. Und Zerg hier habe ich nochmal ganz gut im Griff. Oh, Rock schon verloren, ist ärgerlich. Hast du noch irgendwelche Drohnen? Hast du Geld? 40 habe ich noch. Du hast kein Geld mehr? Ich habe gerade gesagt, 40. Dann bau Drohnen nach. Ah, das war nicht so stark, da habe ich falsche Calls gegeben, das tut mir leid. Ja, ist gut. Oh, gut, danke für den Overseer. Ich habe keine Ahnung, wo Nuclear Lounge ist. Es ist tot. Du hast den Ghost getötet mit deinem Overseer. Ich habe also, den Ghost getötet. Deines Overseers ist er gestorben, sagen wir lieber so. So wenig Army. Da ist der nächste Ghost, der ist übrigens auch einfach random gestorben, weil ich versucht habe, Overlords zu clearen. Okay. Also ich baue jetzt weiter Drohnen, ne? Weil was anderes ja, kann du nicht. Brauchst Drohnen, das hilft nicht. Kannst du dich bitte nochmal eben hier hinstellen? Sie kommen auch zu dir. Ich helfe dir gleich. Oh, schade, dass der Overlord da steht. Da ist die Nuke. Wo ist sie? Da, sie kommt runter. Wo ist der Ghost? Da ist der Ghost. Ghost ist tot. Das kostet den aber auch ganz schön viel, ne? Wenn er wie sieht's bei dir aus, drohnentechnisch? Ich habe einige nachgebaut. Ich habe die untere Base habe ich 13, oben 8. Brauchst du noch Geld, um was nachzubauen? Ich habe wieder nachgebaut? Ganz okayes Income. Ja, ich habe jetzt erstmal Drohnen gebaut, bevor ich irgendwas. Ja, Roadrun aber auch nachbauen natürlich, ne? Also ich habe gerade ziemlich viel Geld erschaffen. Oh nein! Ja, das war ungut. Link wieder bauen sofort. Und stell du dich da hin und ich gehe jetzt auf die Seite quasi. Das war ärgerlich. Boah, ich habe so viel Geld, ich krieg's nicht ausgegeben gerade, ich bin nicht gut. Dann gib mir!
Zeit für ein Päuschen. Jetzt darf ich nicht auf Senden klicken. Ich darf nicht auf Senden. Ich darf nicht auf Senden klicken im Pausebildschirm. Ich war sogar mit der Maus schon drauf. Ja, ich muss halt auch Oberlords nachbauen. Habe ich auch einen verloren. Das sieht nicht gut aus, Nerich. Nee, absolut nicht. Es tut mir leid, ich hätte das mit anders ansagen sollen. Ich hätte alleine mich um die Linge da links kümmern müssen und du hättest die Dings angehen müssen. Ja? Wenn man 3, 2, 1 auf 1 schreibt, klingt das auch nichts. Ist schon wieder ein Nuke irgendwo? Wo denn? Weiß ich nicht. Du musst gucken. Hast du noch was hier? Da, ja, hast du. Ich weiß halt nicht, wo die Ghost ist. Auch nicht, da ist sie. Ich habe ganz viele Drohnen verloren. Ich habe es genau eine Sekunde zu spät gesehen. Wie ist er hier durchgekommen? Ist aber egal. Bei dir ist er wieder. Wie du einfach den Roadshorn auf Creep gebaut hast, finde ich geil. Jemand hat gerade eine Nuklearrakete gestartet. Der mit seinen Nukes, ey. Ja, diesmal kommt sie aber. Also, sie kommt durch, aber sie tötet nichts. Okay, gut. Ja, ich bin halt ein geiler Roadshbauer. Wo ist er da? Hast du ihn gelernt? Ist das okay bei dir oder muss ich ja, den noch machen? Oh, ich hab wieder eine Queen, ey. Geil. Okay, kannst du Rogers pumpen jetzt wieder? Eigentlich schon ein bisschen wenig Gas. Okay, sie sind bei mir. Shit, ich stehe out of position. Bleib du bei dir. Alles ärgerlich, aber egal. Im schwarzen Cluster ist eine neue Königin geschlüpft. Oha, jemand hat gerade eine. Ach, leck mich doch am Ocker, ey. Wo ist der denn? Tot. Also, ich hoffe, dass es die Nuke war. Ich habe auf jeden Fall zwei Ghosts gerade getötet. Die Basis unserer Verbündeten steht unter Beschuss. Oh. Das standest du ja quasi, hättest du... Ja, aber er steht auch und greift mich weiter an. Ja, soll er ja auch. Das ist ein probates Mittel, um Worker zu töten. Genau das muss man machen. So, wie sieht's bei dir supply-technisch aus? 136. Okay, dann versuch jetzt zu maxen, ich werde dich ab jetzt feeden. Okay. Ich habe leider aber ein bisschen wenig Drohnen, aber ich bin halt gemaxed. Aber wir sind am Versorgungslimit. Also, vergiss es. Ich habe übrigens schon Overlord Speed, ja? Schon. Brauchst du Minerals? Nein, ich habe dir gerade welche geschickt, damit du maxst. Deswegen habe ich so viel. Ja, ich bin gemaxt. Ich hatte jetzt gehofft, dass du jetzt gleich auch maxen kannst. Boah, wir sind so tot, Cyrock. Wollen wir pushen? Ja, wir können das gerne probieren. Versuch Ravager zu morphen, wenn du nicht dein Geld ausgeben kannst. Sie kommen bei mir. Komm von der Mitte, bitte. Von der Mitte, bitte. Boah, die immer mit ihrer scheiß Nuke. Wo sind sie denn? In der Mitte bei mir in der Base. Ja, die Frage ist, wo die Nuke ist. Linge rennt zu deiner Natural. Die Basis unserer Verbündeten steht unter Beschuss. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Wollen wir pushen? Hast du keine Reinforcements? Die haben gerade hinten versucht, die Linge abzuräumen. Die sind aber immer noch da. Habe ich keine Overseer mehr? Scheiße. Nein, ihr ja. Nicht! Ihr geht nach vorne! Nuklearen Abschuss geortet. Wir brauchen hier dringend Detection, Cyrock. Ein Stück weiter nach links mit den Overseern. Schnell! Weg da! Nicht da stehen bleiben, Cyrock! Nicht da stehen bleiben! Oh, das war knapp.
Nicht reinlaufen. Mein Gott, wo bleiben denn meine blöden Overseer? Also gegen die Mutas, die hier kommen, dann machst du halt auch nichts. Ja, ist egal. Einfach alles töten, was geht. Ich bin gemixt. Ja, ist doch gut. Und Roaches nachpumpen einfach. Kann ich nicht, ich bin gemixt. Ja, dann versuch so viele Gebäude wie möglich rauszunehmen. Pass auf Nukes auf. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Unsere Truppen werden in die Mangel genommen. Das hätten wir nicht mehr gewinnen dürfen. Wir gewinnen das noch, Nervorix. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Das hätten wir nicht absolut nicht. I am a Zerg God! Absolut nicht. Also das war so schlecht. Also vor allem mein Call auch dazwischen. Mein Call auch, was ich da gemacht habe. Wir müssen alle auf die Rocks gehen und ich wusste, dass sie an den anderen sind. Ich hätte dich einfach zu den anderen Rocks schicken müssen. Was hat denn der Zerg da die ganze Zeit gemacht? Der Zerg hat ständig Linge irgendwo hingeschickt und Ravager, aber den haben wir gecleared. Ja, wir haben ja gemeinsam gecleared. Die Frage ist ja, was hat der Terraner gemacht? Und der ist nur auf Nukes gegangen. Und du siehst, wie wenig Wert der Armee der hatte. Ja. Und wie wenig Worker. Also das war wahrscheinlich aber jemand, der damit angefangen hat und gesagt hat, oh, Nukes sind aber geil. Aus mir raus explodiert. Ja, sehr schön. Das hätten wir nicht mehr gewinnen dürfen. Und mit diesen weisen Worten würde ich sagen, was ist das für heute? Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf das Folge klicken und rechts zu Anspekt von mir. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.